Servus meine Freunde und was geht ab? Hier ist wieder Zombie LP und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns gerade auf meinem Realm Server, auf meinem CB Realm Server. Wenn auch du auf einem Realm Server joinen möchtest, schau einfach in die Videobeschreibung, da ist der Code zum Beitreten verlinkt. Und so, wir kommen in diesem Video, geht es um die Top 3 Server Commands. Was ist das? Ich habe mir überlegt, es gibt so viele Command Videos, so viele Command Tutorials und ich habe mir halt überlegt, mal ein paar alte, ein paar neue zu nehmen und dann halt daraus eine Liste zu erstellen, dass ihr wisst, okay, diese Commands sind sehr, sehr wichtig für einen Server, was meine Meinung ist. Das heißt, ich erkläre euch immer in jedem Video, ich mache natürlich mehrere Videos davon, da erkläre ich euch drei Server-Commands, das heißt, drei Commands, ist nicht drei Command-Blöcke, sondern das sind drei Command-Reihen, wo ich halt euch erkläre, okay, das müsst ihr eingeben, um das dann dazu passiert. Und wir starten auch instant mit dem ersten. Das hier ist das Starter-Kit. Das Starter-Kit braucht ihr auf jeden Fall. Ihr müsst einfach nur Pause drücken und dann einfach abschreiben, was ich gerade hier habe. Ich würde es jetzt nicht einzeln aufzählen, das würde viel zu lange dauern. Deswegen einfach ab jetzt pausieren, abschreiben und wieder weitermachen. Also Starter-Kit wiederholen, immer aktiv, bedingungslos und dann halt den Text eingeben. Und dann ein, das muss ausbleiben. Dann ein Redstone-Vergleicher in diese Richtung. Dann darunter ein Command-Block. Dann Impuls, bedingungslos und benötigt Redstone. Und dann einfach das hier wieder eingeben. Und dann kommen wir auch zum nächsten. Dann das hier. Ist natürlich auch dasselbe wieder mit Impuls, benötigt Redstone. Genau, und dann kommt hier, also ab hier fängt dann sozusagen das GIF an. Das heißt, was möchtest du geben? Also natürlich habe ich hier Geld. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet Startkapital, habe ich das hier auch eingegeben. Das heißt, ab hier könnt ihr selber entscheiden. Wollt ihr Holz abgeben oder wollt ihr, wie ich das mache, Holz und Cocked Beef, also Beef. Oder was wollt ihr? Dann müsst ihr einfach mal in Wikipedia eingeben, Minecraft Bedrock Seeds irgendwie so. Oder nee, Minecraft Bedrock Commands IDs. Da könnt ihr die ganze Liste sehen. Und das hier haben auch viele nicht verstanden. Viele haben solche auf ihren Server. Da steht zum Beispiel, der Spieler hat das Server betreten. Aber bei mir ist es so, bei mir steht der Name vom Spieler. Das heißt zum Beispiel, YouTube Zombie IP betritt den Server Gamercraft. Das mache ich, indem ich einfach da eingebe. Klammer auf, Tag ist gleich Ausrufezeichen Player. Ausrufezeichen Player, wenn ihr das macht, egal wo, dann kommt immer der Name vom Spieler. So, das war die erste Maschine. Jetzt kommen wir auch zur zweiten, die sehr wichtig ist. Das ist die ClearLake-Maschine. Hier habe ich einmal eine sehr viele Commands. Das ist, wie gesagt, irrelevant. Das hier sind nur die Sekunden. Das heißt, ab hier, say 3 zum Beispiel, wäre die dritte Sekunde, die im Chat aufploppt. 3, Sound, 2, Sound, 1, Sound. Die Maschine an sich ist das hier. Das hier ist an sich die Maschine. Kill at E und dann Type ist gleich Items. Das heißt, alle Items, die auf dem Boden liegen, werden geklärt. Das hier ist im Grunde nur die Maschine. Das andere ist alles nur, damit der Sound kommt, damit das im Text steht. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet das alles haben, müsst ihr am Anfang die Tickverzögerung auf 13.000 stellen, je nachdem, wann ihr wollt, dass sie ausgelöst wird. Ich würde euch 13.000 empfehlen, das ist perfekt. Ich glaube, 10 Minuten sind das, alle 10 Minuten. Wenn ihr sagt, nö, ihr möchtet nur den Einblock, um Redstone zu sparen, beziehungsweise Command-Blöcke zu sparen, dann macht ihr es so wie ich. Einfach hier, verketten, im Aktiv, dann kill at e, type ist gleich item, und dann müsst ihr hier die Tickverzögerung ab hier eingeben. Das heißt, hier 13.000 eintragen, je nachdem, wann ihr wollt. Wenn ihr sagt, nö, ihr möchtet alles, dann macht ihr es einfach so, say 3, Punkt, 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 Sound, dann C2, Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann euch auch ganz kurz die Sound-Reihe mal zeigen. Dann müsst ihr einfach nur Play Sound. Und ich habe random Punkt Orb at A. Das heißt, das ist das Klickbefehl, das Ding. Und hier ist die Information. Genau, die Information, dass es im Chat steht, alle Items wurden erfolgreich gelöscht. So, das ist die zweite Maschine. Jetzt kommen wir auch zur dritten und zur letzten Maschine. Beziehungsweise zu einer Reihe der Maschine. Das ist die Defender-Maschine. Jawohl, da habe ich das mal. Boom. Egal. So, das ist die Defender-Maschine. Einmal steht hier unten, was geklärt wird. Zum Beispiel, ihr möchtet nicht, dass Command-Blöcke, dass andere Command-Blöcke haben, außer Admins und Owners. Dann müsst ihr einfach clear at A und dann, wie ich das stehen habe. Tag ist gleich Tester, Punkt, Tag ist gleich Admin, Ausrufezeichen Admin und Tag ist gleich Ausrufezeichen Owner. Das heißt, jeder, der Admin ist oder jeder, der Owner ist, der darf das haben. Die anderen, die das sicher cheaten, einfach so, die bekommen dann eine Meldung. Also es wird resettet. Ab hier wird das resettet. Natürlich wiederholt und benötigt Redstone, um Commands zu sparen, um Leistung zu sparen, so. Und beim zweiten steht das dann im Chat. Das heißt, im Chat steht dann, der hatte einen Command-Block im Inventar. Dass ihr wisst, okay, oh fuck, Max hat einen Command-Block im Inventar gehabt.
Ja, das ist im Grunde schon die Maschine. Ich habe natürlich ein paar mehr gemacht, weil ich halt, zum Beispiel hier möchte, Command-Block. Ihr müsst halt daran denken, es gibt nicht nur einen Command-Block, es gibt auch andere Command-Blocks, wie wiederholend, verketten und Impuls. Oder es gibt welche in Loren. Da müsst ihr halt darauf achten, wenn ihr die IDs nicht wisst, einfach mal bei Minecraft Wiki vorbeischauen, da steht das alles drin. Das war es im Grunde schon mit dem kompletten Video. Habt ihr Tipps für mich? Habt ihr Neuigkeiten für mich? Oder sagt ihr, ich soll mich irgendwie verbessern? Dann lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Mir ist auch aufgefallen, dass 83% der Zuschauer zwar meine Videos schauen, aber nicht abonniert haben. Wenn genau du, ausgerechnet, wenn du gerade zuschaust und kein Abonnent bist, lass doch gerne ein Abo da oder lass mich gerne mal in den Chat wissen, warum du nicht abonniert hast. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten kennst du dich gut mit Commands aus, dann lass es mich gerne auch in die Kommentare wissen. Schreib mich gerne an, entweder über Insta, einfach in der Videobeschreibung schauen oder hier in den Chat. Dann, genau, kannst du mich gerne anschreiben, wir können uns gerne unterhalten und vielleicht können wir da mal zusammen ein Video machen. Wenn du dich gut mit Commands auskennst. Natürlich bin ich jetzt gerade auf Server aus. Das heißt, wenn du dich mit Server-Commands auskennst, lass mich gerne wissen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen und einen Kommentar schreiben. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haust rein. Ciao.